Ja, die Innovationen auf dem Caravansalon waren ja nicht so groß da, aber LMC hat in Kooperation mit Humbauer was ganz Tolles geschaffen. Ist jetzt kein klassischer Wohnwagen, ist aber ein toller Zweck und ist bestimmt für viele interessant. Und ich habe mir mal professionelle Verstärkung geholt, den Thomas von Humbauer. Hallo Thomas, ja, vielen Dank, dass du zur Verfügung stehst. Ja, kein Problem. Kommst du direkt von Humbauer oder bist du? Ja, ich bin lokaler Fachhändler und darf hier aushelfen, um die Kooperation zwischen Humbauer und LMC dieses Wochenende zu vertreten. Okay, das heißt, die Wagen, wenn man sich dafür interessiert, wendet man sich an LMC oder an euren Händler? Ja, so wir als auch. Bei Humbauer ist es so, dass die Verkäufe über die Händler stattfinden. Okay. Letztendlich kommt das ganze Fahrzeugbautechnische natürlich dann auch aus dem Hause Humbauer aus Gersthofen bei Augsburg. Okay, also wird in Gersthofen gebaut und die Idee, ich sag mal, es ist jetzt ja eher ein klassischer Kastenanhänger, das sage ich einfach mal. Ja, Kofferanhänger, ne? Sagen wir mal. Kofferanhänger, okay, ich kann den Fachbegriff mit. Genau. Was war denn die Idee, überhaupt sowas zu erschaffen jetzt letztendlich? Ja, also vielleicht zur Historie. Der HK 25-42-18 ist hier ein Sandwich-Kofferanhänger. Sehr robuste, massive Bauweise mit Tauchbord, Feuer, verzinkten Rahmen sowie Alkofahrwerk. Kommt eigentlich aus dem Nutzfahrzeugbereich. Okay. Haben dann in der Kooperation mit LMC überlegt, wie wir in einem Freizeitmarkt dennoch ein modulares System entwickeln können zwischen Verwendung gewerblich und Verwendung im privaten oder Freizeitsektor. Ja, okay. Herauszukommen ist ein robuster Anhänger, den es schon jahrzehntelang in der Fertigung gibt, zusammen mit modularen Systemen, die LMC konstruiert hat und auch in den Verkehr bringt. Okay. Was hat er für ein Gesamtgewicht? Oder gibt es da verschiedene Versionen? Oder von bis vielleicht? Das ist vielleicht für manche interessant. Die Sandwich-Koffer an sich werden in unterschiedlichsten Gesamtgewichtsgruppen oder sagen wir Gesamtgewichten angeboten. Der Modo kommt mit einem Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen auf den Markt. Okay. Also Gesamtgewicht, was habe ich dann ungefähr an Zuladung? Circa 1,3 Tonnen. Gut, also 1,3 Tonnen, das heißt, man kann schon ein bisschen was mitnehmen. Also auch ein Motorrad oder sowas wäre da machbar. Richtig, oder wenn man das ansprechen wollte, das seht ihr auf anderen Ausstellerständen natürlich auch. Die Nutzlast ist natürlich auch ein Problem im Bereich der Wohnmobile. Ja. Dementsprechend habe ich natürlich hier eine wunderbare, große, fahrbare Garage. Endlich bekomme ich alles an Equipment mal mit als Camper. Okay, das stimmt. Das ist natürlich dann auch eine der Sachen, E-Bikes, Fahrräder, aber auch natürlich dann Equipment, was ich an meinem Campingplatz benötige. Okay, gut, ich kann auch noch, für die Kinder habe ich einen eigenen Wagen dabei, ne? Die können dann hier schlafen. Wir gucken uns den gleich auf den Innen an. Ich sehe jetzt aber hier außen schon die Spüle. Du hast ja gesagt, es gibt modulare Systeme. Ich glaube, jedem, der so ein bisschen Ahnung hat, kennt diese Airline-Schienen, wo ich flexibel irgendwas einhängen kann. Ja, das heißt, die Spüle ist normalerweise innen? Ja, du kannst dir das aussuchen. Du kannst natürlich jetzt an einem warmen Sommertag, grillst mit Freunden draußen zum Beispiel, hängst du die Spüle draußen auf. Hier draußen hast du dann die Möglichkeit, über eine optionale Powerbank eben einen Frischwasser- sowie Grauwassertank zu bedienen. Okay. Also ich sage jetzt mal, für einfache Arbeiten jetzt hier in der Spüle kann ich natürlich arbeiten, sei es Hände waschen, irgendwas zubereiten. Es ist natürlich so, dass der Modo nicht in die Zielgruppe drängt, der, ich sage es jetzt mal, langfristigen Camper. Keine Frage, das sondern ist, das wir haben ist kein ein Thema. Modulares System, was für Kurzurlaube gedacht ist oder eben für einen längeren Urlaub als Garage sozusagen. Ja, okay. Gut, hier vorne haben wir dann so eine Sitzbank. Ne, als, genau. Ist auch ganz nett gemacht, aber jetzt gucken wir vielleicht mal innen rein. Man kann ja dazu sagen, dass du serienmäßig diverse Airline-Schienen erhältst. Okay. Gerade auch auf der Außenwand, um zum Beispiel Vorzelte oder hier so ein Sonnensegel aufzubauen. Das haben wir jetzt mal exemplarisch hier auf dem Stand dargestellt. Ja, okay. Wichtig ist, dass diese Airline-Schienen in einer Sandwich-Wand aus Stahl, nicht aus GFK. Das heißt, wir haben hier Stahl. Richtig, wir haben hier Stahl. Okay. Bedeutet, wir haben hier eine sehr robuste Bauweise, kein GFK. Hat natürlich auch noch andere Vorteile, wie zum Beispiel, stell dir vor, ich bin jetzt ein Projektleiter im Hochbau. Ich möchte meine ganzen Pläne als mobiles Office da drinnen irgendwo anpinnen. Ja. Die gesamte Innenwand ist ja sozusagen eine Pinnwand, an der ich die Magnete dann quasi verteilen kann. Ach so, ja, stimmt. Jetzt möchte ich mit dir als Bauleiter was besprechen. Ja, dann pinnen wir doch hier draußen auch was an und setzen uns in die Lounge. Ja, ja, genau. Ja, das ist eine coole Idee, ja. Dann gucken wir mal nach hinten. Sehr gerne. Ich weiß nicht, ist das jetzt, wir sehen hier wahrscheinlich Teil Serie und das andere ist modular, ne? Richtig, genau. Was kostet denn der Basis? Fragen wir mal so, ungefähr. Mhm. Der Basisanhänger, der liegt bei 19.900 Euro inklusive Umsatzsteuer. Okay. Was bekomme ich dafür? Ich bekomme natürlich den Sandwich-Koffer von Humbauer. Ja. Und ich bekomme auch direkt 6 modulare Möbeleinheiten, bestehend aus 4 Staukisten, die oben offen sind.
aber auch zwei Regaleinheiten mit Drehtür oder Klappe. Okay. Dabei ist immer serienmäßig enthalten die Panoramafenster links und rechts. Okay. Und wir haben direkt oben auch zwei Dachluken. Die sind auch dabei? Die sind dabei. Du hast hier hinten die große Heckklappe. Die ist oben aufgehängt, einfach um zum Beispiel auch Wetterschutz zu bieten. Dabei ist immer eine Türe. Ganz wichtig, die Türe hat einen Personenverschluss. Also das heißt, wenn du jetzt die Klappe unten hättest, musst du nicht die riesen Klappe aufmachen, wenn jetzt zum Beispiel zugepackt ist. Genau, du kannst die Tür nutzen zum Rausgehen. Ich hoffe, man sieht das hier auf dem Video. Ja. Hier ist in der Klappe ist eine Tür drin. Genau. Aber du hast auch jetzt mit der Klappe natürlich einen schönen Wetterschutz. Ne? Wenn du jetzt ein Dachzelt hast zum Beispiel, ja. Oder du hast ja jetzt einen kleinen Kofferanhänger selber ausgebaut, ja. Hast du natürlich das Problem, so eine Klappe bekommst du da nicht eingebaut. Ja, das heißt, du bist jetzt für den ersten Moment mal im Trockenen, sagen wir. Ja. Gut, du brauchst halt auch die Stabilität vom Rahmen, ja, und sowas zu realisieren. Du brauchst ein Eckportal, was eben hochwertig gefertigt ist, wie es in Serie bei Humbauer gemacht wird. Ne? Ja, so, jetzt sehen wir ja hier Würzmodule. Ne? Genau. Das heißt, es wäre ja auch jetzt für einen Monteur gedacht, der wochenweise auf der Baustelle ist, der dann aber hier sein Bett dabei hat, der nicht in die Ferienwohnung will, sich ein bisschen Geld sparen möchte, wie auch immer. Der hat dann sein Bett dabei, jetzt hier hinten noch ein Hochbett, sehen wir jetzt hier. Ne? Genau, sein optionales Kinderbett, gelagert auf zwei querverlaufenden Sperrstangen. Ah, genau, die Sperrstangen. Auch mit Airline-System und noch ein Sicherheitsnetz. Hast du auch noch mit dabei. Genau, für kleinere Kinder. Richtig, jetzt, ne? Genau. Da hast du hier oben, kannst du Klamotten unterbringen. Ne? Ja, und du hast überall Airline-Schienen, sieht man hier. Ne? Hier oben sind überall Airline-Schienen. Ich weiß nicht, ob alles stand ist. Da kriegt man ja überall welche hin, wo du so hinhaben willst wahrscheinlich. Die Airline-Schienen baust du natürlich gerade im Boden so auf, dass du auch die modularen Boxen klar, hier unten stand, ne? verschieben kannst. Das heißt, du kannst natürlich auch hingehen, das Bett rausnehmen, baust dir eine Sitzecke aus den modularen Möbelkisten auf oder möchtest noch mehr optional dazu nehmen, dann baust du dir ein ganzes Regal auf. Das kannst du machen. Die können dann auch übereinander gestapelt werden. Wir sehen hier diese 21 mm Durchmesserlöcher, in dem quasi die Airline-Schiene die Aufnahme reinpasst. Das heißt, du kannst die stapeln und dann über einen Gummibeschlag kannst du die sichern, dass sie während der Fahrt nicht hochhüpfen können. Ah ja, okay. Also das heißt, du kannst sie aus diesen Kisten, kannst du auch drei übereinander nehmen und dann baust du dir quasi ein Hochregal. Ah ja, sehr gut. Nochmal kurz zur Höhe. Ich bin 1,83 hoch, stell mal an, so 1,85. 1,88 ist 1,88 die Höhe, nur für Leute, ne? Genau. Ich denke auch für Motorsport, ne? Der jetzt wochenends mal auf Rennen fährt mit seinem Motorrad oder was auch immer. Du kriegst hier alles unter. Du hast ein Bett dabei, Spüle, Küche, was du willst. Toilette geht hier auch. Ne? Und hast aber auch hier deinen Schraubstock deine an Bord. Werkstatt, ja. Deine kleine Werkstatt dabei, um irgendwelche Reparaturarbeiten vornehmen zu können. Dafür ist es wahrscheinlich auch gedacht. Ne? Dachte ich jetzt direkt dran. Weil kannst du hier Motorräder reinfahren. Du hast natürlich dann hier auch den Bohlenschacht dafür. Da kannst du deine Aluschienen, kannst natürlich Platz sparen, direkt unten einschieben. Ah ja, okay. Ja? Das heißt, da werden sie gelagert, wenn du so willst. Richtig, ne? Genau. Wir haben hier auch ein Profil. Da könnte man mit einem Nutenstein hingehen und bei der Aluschiene natürlich dann auch eine Sicherung machen, dass die Aluschiene nicht runterfallen kann. Okay. Und natürlich mit der Anzahl an Airline-Schienen haben wir hier optimale Möglichkeiten. Zwei Motorräder, zwei Rennmaschinen würde ich hier reinbekommen bei einer Innenbreite von 1,73 Meter. Okay, 1,73 ist schon mal gut vom Maß her zu wissen. Ja? Mhm. Das ist immer ein Tandemachser wahrscheinlich. Immer ne? ein Tandemachser, immer in der Größe 4,20 Meter mal 1,73 mal 1,88 circa. Ah, das ist auch gut. Also 4,73 die Länge mit Deichsel oder nur der Innenraum? Nein, 4,22 ist die Innenlänge, Innenlänge. Nur der Raum. Genau. Nur der Raum, okay. Richtig, genau. Okay. Gut, hast dann auch hier die, das gehört auch dazu, die Stützen, dabei, ne? Auch Stützen, dass da halt wirklich schön abgeschützt alles. Ne? Genau, die Stützen sind optional, aber die CEE-Steckdose, die ist serienmäßig dabei, dass du innen drin auch zwei Schuko 230-Volt-Steckdosen hast. Genau, okay. Genau. Ja, das ist doch schon mal interessant. Ne? Also zumindest mal ein innovatives System. Das ist mit Sicherheit jetzt nichts für die breite Masse. Ne? Also für Nein. die Urlaubscamper wie ich braucht sowas nicht. Ne? Richtig. Aber ich finde es gut, dass es so Ideen gibt, weil ich glaube, es gibt einen großen Markt. Man kann es ja, wie gesagt, der Monteur, der Rennsportler und was auch immer, hier im Reisemobil ist auch ein Thema. Ja? Und dann hat man mit Sicherheit mal keine Zuladungsprobleme mehr mit dem Fahrzeug. Das dürfte dann kein Problem mehr sein. Richtig. So? Ich würde auch sagen, eine sehr wichtige Zielgruppe. Gestern am Preview Day haben wir schon sehr viele Gespräche geführt. Ja. Eigentlich ist das so bei dem Produkt, du hast hier 10 Leute und die bringen dir 8 neue Ideen für Einsatzmöglichkeiten. Ja gut, was du noch machen kannst. Weil das damit, eben ein modulares System ist. Ganz wichtig ist vielleicht auch zu nennen, dass ich mir natürlich hier ein Nutzfahrzeug kaufe, als zum Beispiel selbstständiger Handwerker. Dass ich das natürlich auch steuerlich voll absetzen kann. Ich absetzen, kann, klar. Ne? Mhm. Ja. Und dann eben hier drin auch zur Freizeit eine Möglichkeit hätte. Aber ich kann natürlich auch die Möbelgruppen
nicht nur im Freizeitbereich, sondern auch im gewerblichen Bereich, wie zum Beispiel mobiles Office. Mobiles Office, Monteure. Richtig, genau, gestern auch besprochen, wie groß immer das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bürocontainer habe und musste mit dem Ladekran und LKW irgendwo hinfahren. Ja, hier habe ich einen einladenden Anhänger, sage ich mal. Ja, ne? das ist korrekt. Das ist ein großer Vorteil oder auch eine Kundengruppe, die wir ansprechen. Ja, klar. Diese Module, nenne ich es mal, entscheide ich jetzt am Anfang für eine Modulgruppe, die der kaufst. Und wenn du jetzt nach 3 Jahren hast, eine andere Nutzung sagst, brauche ich aber noch das Modul XY. Ja. Das kannst du ja nachkaufen. Absolut. Ist ja kein Thema. Ne? Es gibt viele verschiedene Module. Am Anfang hast du immer das Starterpaket dabei. Ja. Und das Starterpaket besteht eben aus diesen 6 Modulen, 4x Kiste oben offen. Ja. Ne? Zum Beispiel kannst du diese Kiste dann auch mit einem Sitzpolster behaften. Okay. Ne? Diese bekommst du 4x. Gut, da hast du also schon mal Laderaum für alles Mögliche, was du halt möchtest, ne? So ungefähr. Ne? Genau, in sehr praktischen Maßen, ähnlich wie ein Umzugskarton. Das muss ich mal gerade anheben. Ja, natürlich. Ja. Also ich schätze die so auf gute 5 Kilo. Ich sage auch, 5 Kilo sind das und die kann man gut handeln. Absolut. Und ja, macht natürlich einen stabilen Eindruck. Ne? Genau, wir haben eluxierte Profile und eine Leichtbauweise beim Holz. Und noch sogar Füße dran, ja. Das sind die Airline-Fittinger. Ne? Achso, dass du in die Airline reinkommst, genau. Ja. Ne? Nee, schick. So, und neben diesen 4 Kisten bekommst du natürlich dann auch noch 2, ich nenne sie jetzt mal Regale, die ähnlich aussehen wie das Küchenmodul mit 2 Türen vorne dran. Okay. Nee, also ist vom System her echt gut. Gefällt mir gut. Ja, Thomas, vielen Dank für die Vorstellung. Sehr gerne. Jetzt würde mich aber interessieren, was sagt ihr dazu? Schreibt doch mal in die Kommentare eure Meinung. Der Thomas würde es bestimmt auch interessieren und LMC garantiert auch. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch der Modo hier gefällt. Weitere Informationen bekommt ihr auf der Seite von LMC in Humbauer. Ich verlinke euch die natürlich in der Videobeschreibung, dass ihr euch besser informieren könnt, wo die Händler sind und was es für Preise noch gibt, speziellere. Das wäre jetzt ein bisschen viel, heute auch drauf einzugehen. Und lasst uns auf jeden Fall ein Like fürs Video da. Danke, Thomas. Ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss zusammen.